So, willkommen zum nächsten Run. Würde ich mal sagen, mal ein bisschen hier diese Typen hier leveln. Dann schauen wir uns das hier an. Okay, da oben in der Mitte. Ich würde gerne eigentlich hier unten rechts erstmal gucken gehen. Mach mal bitte auf. Danke, total sozial von dir. Und jetzt mal hier ein bisschen ein paar Viecher hinmachen. Legends, okay, ist mir bekannt. Okay, die Slippers, weiß ich jetzt gar nicht, sind nicht Low-Level-Slippers. Von den, würde man sagen, ja, hier kann man ja durch. Was ist das hier eigentlich überhaupt? Achso, man kann hier so einen zusätzlichen Weg freimachen. Cool. Nice. Okay, dann würde ich mal sagen. Hä, wo geht's denn überhaupt hier weiter? Ich raff's gerade nicht. Okay, warte mal. Wo geht's hier denn jetzt weiter? Da. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Oh, das ist hier so komisch gemacht, ey. Aber jetzt mal ohne. Hä? Wo geht's hier denn hier durch? Warum muss ich hier irgendwie einen Typen killen? Hä, ich verstehe es nicht. Man muss doch. Hier geht's gar nicht durch. Da oben geht's auch nicht durch. Hä? Hallo? Hä, wo geht's hier denn weiter? Hä, wie komme ich denn da oben denn hier durch? Hä, ist das ein Bug oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, du kommst hier nicht durch. Ach so, durch diese Tunnel hier. Okay. Hier so rum. Oh Gott, also ganz ehrlich, das mit der Karte ist ziemlich verwirrend, ey. Was sind denn die Laufwege und was sind die Wände? Was sind die Laufwege und was sind die Wände? Mann, Mann, Mann. Das ist eher so ein, ja, Design-Geschichte hier, ey. Dass man das hier nicht richtig erkennt. Müsste eigentlich mal später mal was gucken. Ja, das liegt auch, glaube ich, daran, dass das ein bisschen zu transparent ist. Zu transparente Linien außen. Muss ich nicht das hier stehlen? Ne, warte mal, der Alarm geht gleich los. Sollte jetzt am besten nichts mehr antatschen. So. Okay. Raus hier. Ja, ich muss das gleich mal gucken mit der Karte. Warum das hier so ist. Ja, aber dass ich da so den Weg ganze Zeit nicht gesehen habe, es liegt halt einfach daran, dass die Linien da einfach so unübersichtlich sind. Muss ich echt mal. Wow! What the heck? Was war das? Ach, das war ein Boss. Alter Schwede. Ist das nicht dieser Trialmaster? Stufe. Okay, ist auch Stufe 76 Monster Level. Ja, okay. Aber was macht der? Der macht Leech Life, okay. Ja, ohne Scheiß, ey. Finde ich jetzt nicht geil, dass ich gestorben bin. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Kann jetzt weinen gehen oder man macht einfach den nächsten Auftrag.
Dann nehme ich halt mal ein bisschen die niedrigere Stufe. Was für ein Scheiß. Wie gesagt, ich hatte erstens die Tränke in dem Moment nicht aktiv und man merkt schon, die Klasse hält da nicht so viel aus. Aber ich habe auch gar nicht so drauf geachtet, ne, dass das Stufe 76er Area-Gebiet ist. Jetzt mal hier kurz was anderes gucken. Naja, natürlich, natürlich, ne, natürlich. Ist jetzt auch gleich noch ein Boss gekommen. Ah, jetzt gehe ich erstmal hier. Dass man hier diesen Kram hier einstellt. Okay, das ist es nicht. Hier kann man das sehen. Okay, das nicht. Safe. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch besser das erkennen können, oder nicht? Ach, das ist nur hier? Okay. Dann bringt mir das jetzt auch nichts. Ich wünschte, diese Mauerwände wären weiß. Richtig helles Weiß. Diese Kartengeschichtviecher da. Hier ist das schon wieder so eine Sache, ne? Wo es hier durchgeht. Und da ist auch nur so ein kleiner Mini-Cursor da. Mini-Symbol. Finde ich nicht gut. Das kann man besser designen. Oder ich bin da einfach zu schlecht drin, das richtig zu sehen. Jetzt muss ich mal überlegen. Man muss ja eh ganz hoch. Ja, komm. Wir stehlen hier ein bisschen wertvolleres Zeug. Ein bisschen halt wieder was rauszuholen. Wir sind ja vorhin ja auch verreckt, ey. Nee. Ich muss das einfach vergessen. Vergessen! Nicht zu lange in den Tod nachtrauern. Ja, aber es war so überraschend. So überraschend mit dem Tod, ey. Ich meine, ich renne da so fröhlich lang. Tü-tü-tü. Ich stehle hier einfach was. Dann kommt der hier, der Super-Sheriff an. Das sah so ein bisschen aus wie dieser Trialmaster aus, ey, von der Optik her. Ja, so nach dem Motto, mein Zeug stehst du nicht, ey, Selbstjustiz. Ja, da habe ich richtig auf den Sack bekommen. Auf die Säckle. Okay. Ja, hier ist, oh, ist eine Tür. Also irgendwie mag ich das mit der Karte hier nicht. Dass man das richtig sehen kann, wo man hier langlaufen kann. Dass man doch wenigstens hier das Grau macht. Dass man nicht die Möglichkeit hat, dass dir diese, da wo du drauf herumläufst, das Grau zu machen. Oder auch wirklich die Farben, dass du die Farben nicht ändern kannst von den Ecken hier. Irgendwie schlecht. Schlecht. Was manche Leute da sicherlich ein Problem damit haben. Mit der Orientierung auf der Karte rumrennen. Vor allen Dingen, wenn hier Boom, Boom, Boom Effekte nonstop sind, ne? Ja, ist vielleicht auch besser auf die Minikarte zu gucken, anstatt auf diese Karte hier. Gib das Zeug wieder her. Okay, dann klauen wir hier mal was. Man kriegt ja auch, glaube ich, auch ein bisschen EP, wenn er das hier öffnet. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, dann tun wir jetzt einfach aus dem Fenster lehnen. Wer weiß das schon, was hier alles zusammenhängt und was nicht. Also in Wikipedia nachgucken. So. Okay, da geht's lang. Hier wieder. Ach, okay. Juhu! Da gab's ja mal Schaden. Und dann warten direkt gleich Gegner auf dich hier. Ah, da ist ja wieder hier so einer dieser. Ja. Keine Ahnung. Rare Mobs mit vielen Dingens. So. Aber ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video.